Okay. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend, guten Tag. Guten Tag, ja. Das ist der Robby von Faced with Ruins. Und das ist der Hermes von Kalemannership. Yes. Wie geht's dir, Hermes? Alles gut? Ja, gut. Wir haben heute ein hartes Thema eigentlich mit. Wir reden heute über Musiker, deren Ansichten und in weiterer Folge darüber, ist es okay, diese Musiker zu hören? Ist es, muss man zwangsläufig mit den Meinungen oder Ansichten dieser Leute übereinstimmen, wenn man die Mucke hört? Kann man die Musik vom Musiker trennen? Richtig, genau. Womit fangen wir am besten an? Vielleicht mit der... Es gibt einige Themen, die da... Ja, es gibt einige Themen, die da in den letzten Jahren aufgekommen sind, über die diskutiert wurde, über die wir geredet haben. Mhm. As It Lay Dying, Tim Lambesis, fangen wir damit an. Wir haben uns im Vorhinein ein bisschen informiert und recherchiert. Und wir werden das Ganze ein bisschen so strukturieren, dass wir verschiedene Themen ansprechen, euch vielleicht kurz erzählen, was passiert ist, was der Hintergrund ist. Mhm. Die meisten Dinge werden sicher bekannt sein. Und ja, werden kurz unsere Meinungen kundtun dazu. Also, was du... Was passiert ist bei As It Lay Dying? Ja. Tim Lambesis ist am 7. Mai 2013 verhaftet worden, weil er Anstiftung zum Mord getätigt hat. Er wollte seine Frau umbringen lassen von einem Hitman und das ist aufgeflogen. Dieser Hitman war ein Undercover Agent und dafür ist er 6 Jahre in Haft gekommen. Seit 2019 ist er wieder frei. Und wie die meisten wissen, gibt es As It Lay Dying in ihrer Gründungsformation oder hat es kurz gegeben? Ich glaube, der Gitarrist ist ausgestiegen. Ja, das hatte ich was. Und es gab einiges an Kontroversen zu dem Thema. Es gibt auch ein langes Video, was ich dir geschickt habe. Genau. Die Geschichte dazu, wie es ihm dann dabei ergangen ist, nachdem er im Gefängnis war. Kannst du das kurz? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Video gefunden, ich habe es mir nicht ganz angeschaut. Das ist also vielleicht eine Art Rehabilitation auch, wo in dem Video auch gezeigt wird, wie sehr einfach er über das, was er damals angerichtet hat oder fast anrichten wollte, nachgedacht hat. Mhm. Es wurden auch die Bandmembers auch interviewt. Mhm. Es wurde ein klares Statement gegeben, wo manche auch gesagt haben, dass sie nicht sofort zurück ins Leben gefunden haben oder eben nicht sofort gesagt haben, dass das mal so eine dumme Geschichte war und also alles wieder gut. Also man hat sich schon lange mit dem Thema befasst und man hat auch gemerkt, auch dass der Frontman es einfach bereut hat. Dass einfach es gar überhaupt keine gute Tat war, die er jetzt eben fast vollzogen hätte. Es gibt auch Interviews, die ich gefunden habe, wo dann immer wieder steht, Tim Lambesis kann die Tränen nicht mehr zurückhalten, bricht im Interview in Tränen aus, spricht darüber, er war in dieser Zeit, glaube ich, in einer sehr dunklen Phase seines Lebens, so beschreibt er es, hat anscheinend auch Substanzen zu sich genommen. Diverse Substanzen, ja. Und ja, dieses Video zeigt, wie er über diese Dinge empfindet, wie viel Reue er auch empfindet. Ja. Für einen, ich meine, das ist für jeden, den es in einer Band betrifft, super hart. Wenn es ein Frontman ist, dann ist oft auch einmal, so wie man es bei As It Lay Dying gesehen hat, die ganze Band einmal flach. Genau. Die anderen so Bandmitglieder haben dann Woven War gegründet und versucht, Projekte, den Spirit weiterzutragen. Genau. Ja. Und dann kam er wieder zurück. Genau. Dann kam ein neues Musikvideo. Ich bin jetzt nicht so into As It Lay Dying gewesen. Ich weiß nicht, ob etliche. Ich habe es verfolgt. Es kamen, ich glaube, es sind jetzt 3 oder 4 Musikvideos, schlag mich tot, keine Mir Ahnung. Mir ist nur eins bekannt, Ein neues Album ist rausgekommen. Und dann noch eine Tour, dementsprechend. Genau. Wie geht's dir damit? Hörst du As It Lay Dying? Ich habe früher As It Lay Dying gehört. Ich war jetzt nicht unbedingt ein Fan, aber es war so Anfangszeit, so der Metalcore-Zeit. Also ich habe sie schon gern gehört, gerade im Metalcore. Also einer meiner Bands, die ich gerne Metalcore gehört habe. Und ich muss sagen, er hat ja auch dieses zweite Projekt gehabt, Austrian Death Machine. Ja. Die habe ich sehr gefeiert eigentlich. Mhm. Extrem gefeiert.
That girly man. Ja, genau. These colorful tattoos. Und fand ich richtig, richtig coole Musik. Ja, und dann kam eben das, dass er eben eigentlich wollte jemanden beauftragen, seine Frau umzubringen. Ja. Und das war für mich so eine Sache, so, ja, scheiße eigentlich. Also das ist überhaupt nicht cool. Aber ich muss sagen, da ich jetzt nicht so ein krasser Fan war überhaupt, hat mich das jetzt nicht so irgendwie, ich sag jetzt mal, arg getroffen, so kann ich den jetzt weiterhören oder nicht, ja, oder kann ich das jetzt noch supporten? Für mich war das so, die Band war für mich dann automatisch, ehrlich gesagt, Geschichte. Okay. Ja, also ich habe das dann nicht mehr verfolgt. Okay. Gerade nachdem ich das gehört habe, habe ich mich von der Band auch ein bisschen distanziert. Okay. Ja, also für mich war das irgendwie so ein absolutes No-Go, ja. Ob er jetzt unter welchen Substanzen war oder nicht, ja, die Sache ist, er wollte es einfach durchziehen. Ja. Ich weiß nicht, was genau nochmal die Gründe waren, weil ich glaube, aus Geldgeschichten oder sowas. Geld. Ich glaube, wegen einer die hätten sich scheiden lassen oder so. Genau, es ging da auch irgendwie um die Kinder und. Genau, ja, vor allem. Ja. Mich hat's schon getroffen. Muss ich ehrlich sagen, ich war sehr lange eigentlich ein großer SLE Dying Fan. Ich habe mich auch immer wieder, ich erwische mich auch jetzt noch immer wieder im Proberaum, wenn ich anfange mit Contempt, glaube ich, heißt das der Song. Glaube ich. Ja, also ich bin dann eher mit den neueren SLE Dying Sachen eingestiegen. Also ab. Ja, super passt. Wie heißt denn jetzt? Genau. Darkest Nights, glaube ich, war der erste Song, den ich gehört habe. Oh, okay. Ja. Okay. Und ja, oh ja, also wie das Ganze dann ans Licht gekommen ist, meine Reaktion, ich war verblüfft. Ich meine, ich war jetzt nicht am Boden zerstört oder so, aber meine Reaktion war, ich habe SLE Dying wirklich dann eine Zeit lang noch gehört, habe mir ein paar Konversationen zu diesem Thema gegeben. Und angehört und dann habe ich es eigentlich von meinem Handy gelöscht. Okay. Und seitdem ist es eine Band, wo ich mich jetzt nicht schäme, wenn ich irgendwie drüber stolper oder mir andere Sachen davon anhöre, weil ich finde, man sieht diese Reue, die dieser Mensch hat. Das macht's aus eigentlich, oder? Und der. Ja, es also, ist wenn jetzt keine schwierig. Reue wir kommen ja noch zu anderen Themen, wo ja. andere Leute auch Reue zeigen. Ja, ich meine, das ist natürlich wieder, wo ziehst du die Grenze? Ja, genau. Für mich reicht das unter Anführungszeichen, dass ich sagen kann, okay, ich kann es mir anhören, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, mir das jetzt anzuhören. Ja, ja, ich bin jetzt kein großartiger SLE Dying Fan mehr. Also ich habe jetzt nicht mit den neuen Sachen wieder angefangen, mich großartig in die Materie zu vertiefen. Ich habe die zwei Singles gehört und ich weiß, ich hatte die Singles auch am Handy, also ich habe sie tatsächlich öfters gehört. My Own Grave zum Beispiel. Ja. Aber ja. Auf Konzerte auch gegangen oder was? Ich habe sie einmal hören, gesehen, oder? Das war lang bevor diesen Anschuldigungen, das war 2006, also glaube ich, am Summer Breeze habe ich sie einmal gesehen. Aber seitdem war ich nicht mehr auf einem Konzert. Okay. Gar nicht. Ich muss dir sagen, ich habe mich streng geweigert, also ich habe mich wirklich da geweigert, dahin zu gehen, ja. Okay. Auch wenn es gab halt, einmal war ich dort, das war meine Freundin eben dort für eine Band, ich glaube für Unearth, die war mit Unearth auf Tour im Gasometer und Chelsea Grill und ich so, oh shit, Chelsea Grill würde ich urgern sehen, ja. Aber SLE Dying sind jetzt Headliner, was mache ich jetzt? Ich habe eigentlich gesagt, ich gehe nicht hin, bis dann eben die eine Freundin, die für Unearth gearbeitet hat, eben mich eingeladen hat aus Deutschland und hat mich dann eben geholt ins Gasometer. Und ja, das Blöde ist, ich bin dann dem Sänger begegnet, Tim, von SLE Dying. Und die haben sich kurz unterhalten und der hat sich auch kurz mit ihr unterhalten und der war eigentlich echt ein netter Kerl. Und ich dachte so, ja scheiße, also eigentlich breche ich da ein bisschen meine eigenen Regeln. Und da fing ich an, ein bisschen zu grübeln, ja. Und bis vor kurzem eigentlich war ich absolut gegen den Typen, bis ich dann eben dieses Video gesehen habe von dir. Also eben, ich habe du hast mir ein Video geschickt. Ich habe kein Video mit Tim Lambesis gemacht. Einen Link geschickt, wo eben klar gesagt wird, oder klar die Story gesagt wird von Tim und die ganzen Bandmembers, die ihre Statements abgeben, dass sie nicht so von heute auf morgen sagen, ja, es ist alles wieder in Ordnung. Da muss schon was passieren, sie wollen schon was von ihm sehen, eine Veränderung. Und diese Veränderung haben sie bekommen. Ja. Und dass sie jetzt eben eine Organisation gegründet haben,
Heart Support nennt sich das, wo sie eben Leute, Menschen unterstützen oder einfach eben häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Depressionen und alles, alles drum und dran. Und die hängen sich voll rein, also die komplette Band eigentlich, inklusive dem Sänger. Und da habe ich mir gesagt, so, er hat irgendwie auch was draus gemacht, ja. Also er hat nicht nur gesagt, es tut mir leid, es war blöd und deswegen geht es so weiter, sondern er hat auch was dafür auch getan, irgendwie, sei es als Wiedergutmachen oder sonst was, ja. Aber man sieht einfach, dass er sich verändert hat. Voll. Und das hat mich so dazu gebracht, okay, dieser Mensch, sag ich mal, verdient diese zweite Chance, ja. In meinen Augen fand ich das ein riesen Pluspunkt, ja. Und voll. Also das hat mich dazu gebracht, das ein bisschen als, also anders drüber zu denken. Hat meine Meinung echt geändert. Finde ich cool. Das Positive. Fliegender Wechsel, bei wem ich diese Transformation nämlich zum Beispiel auch gesehen habe, ist zum Beispiel Randy Blythe von Lamb of God. Ja. Um da vielleicht ganz kurz den Hintergrund zu erklären. Der Randy Blythe von Lamb of God wurde ja in Prag. Wegen Totschlag, oder? Genau. Genau. Ich schau mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, glaube ich. Oder ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Yeah. Er wurde best prepared. er wurde einfach festgenommen. Er wurde in Prag festgenommen. Genau. Ich glaube, das war 2012, das Konzert, wo ein Fan auf die Bühne geklettert ist und wie es halt ist, wie wir kennen jetzt vom Stage-Diven etc. Ja, er hat Shows ihn wieder in die Menge reingeschmissen. Nur dürfte er beim Fallen in die Menge so unglücklich gestürzt sein, dass er an den Folgen dann wirklich verstorben ist. Genau. Es tut mir leid, ich bilde mir ein, ich habe den Namen dieses armen Menschen aufgeschrieben. Ja. 2012 im Juni war das, er wurde in Prag verhaftet. 19-jähriger Daniel Nosek ist dabei gestorben. Zuerst lag der im Koma, wenn ich die Info richtig habe. Genau. Also er lag zuerst im Koma und danach an den Folgen ist er eben dann richtig verstorben. Und der Randy Blythe wurde auch schuldig gesprochen. Ja. Ich glaube, zuerst war er nur 2012 im Park und ist dann zu seiner Verhandlung zurückgekommen. Genau. Ganz genau. Whatsoever. Der Wortlaut ist to take the moral responsibility for the death of Daniel Nosek. Also die moralische Verantwortung für den Tod. Und das ist schon was, also schon hart. Es ist extremst hart. Es ist hart. Wenn du für jemanden verantwortlich, also wenn du dafür verantwortlich bist, dass jemand gestorben ist wegen dir und du bist sozusagen schuldig gesprochen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich konnte nicht ganz herauslesen, ob er wirklich schuldig gesprochen wurde. Aber er hat irgendwie die Schuldzuweisung dafür bekommen, auf jeden Fall anscheinend. Aber was ich zum Beispiel, ich bin ein größerer Lamb of God-Fan als ein Angel Dying-Fan. Also ich habe wirklich dann in der Schule angefangen, Lamb of God zu hören mit Killadelphia, Ashes of the Wake und davor. Also, und ich finde es auch arg, die Transformation von diesen Menschen, die man sieht, falls irgendjemand das kennt oder kennst du das Killadelphia-Video von ihnen, wo sie auf Tour sind? Nein. Also das ist ein Live-Album mit einer DVD und irgendwo in Glasgow. Ich meine, um den Hintergrund dazu, der Randy Blythe ist ein Alkoholiker. Er hat viel getrunken, regelmäßig getrunken und wird in seinen Exzessen dann auch immer ein bisschen ungut. Das Ganze ist dann in Glasgow eskaliert. Okay. So weit eskaliert, dass sich der Randy Blythe und der Gitarrist, der Mark Morton, geschlagen haben. Mhm. Also auf der Tour, das siehst du auch alles auf der DVD, wie die Situation war, sehr angespannt und der Mark Morton hat den Randy dann wirklich aus dem Bus rausgezogen und auf der Straße ins Gesicht geschlagen. Also das war nicht mehr irgendwie, hey, du warst einmal deppert, ich gebe dir jetzt eine, damit du dich wieder runterkühlst oder so. Da war wirklich Hass, Aggression, Frustration sicher auch Mitspiel. Es gibt wahrscheinlich auch einige Videos dazu, wo sie es näher beschreiben. Okay. Aber was man zum Beispiel auch sieht, dieser Randy von derzeit ist nicht mehr der Randy, den ich jetzt in Lamb of God erlebe. Für mich. Ja. Ich habe mich da ein bisschen
auch immer wieder durch Videos durchgeschaut, wo er über seine Ansichten des Lebens spricht, wo er über die Musik spricht, über das, wie er früher war, wie er jetzt ist. Und er hat eine total positive Lebenseinstellung mittlerweile. Er ist, oder er war jetzt eine lange Zeit lang auf jeden Fall nüchtern. Mhm. Und ja. Wie kam es dazu eigentlich? Gab's, wo war da die Wende für ihn? Ich glaube, dass das schon angefangen hat, dieser Prozess während dieser Killadelphia-Tour bis hin zu Sacrament. Da weiß ich aus der Dokument, also da gibt es auch eine Doku, wo dieser Prozess schon da war, wo sie sich dann auch teilweise die Lyrics zu den Songs zugeschanzt haben. Okay. Und der Mark Morton ein paar Lyrics über diese Inner Demons, die der Randy hatte, geschrieben hat. Es ist der 6. Track am Sacrament Album. Okay. Auswendig weiß ich jetzt nicht, wie er heißt. Ich könnte nachschauen. Wurscht. Ja, wie gesagt, eine Band, die ich die ganze Zeit verfolgt habe, die ich immer noch verfolge, die ich eigentlich sehr cool finde. Ich habe mit Lamb of God angefangen, Gitarre zu spielen oder unter anderem dann richtig angefangen, Gitarre zu spielen. Das Ganze, also die meisten Songs des Ashes of the Wake Album kann ich auch covern. Und ja, das war auch etwas, was eigentlich arg war mit dieser Anhörung in Prag und mit diesem Todesfall. Will man jetzt sagen, eine Verkettung unglücklicher Umstände, ist er wirklich mit Schuld dran? Ja, ich meine, es war ja eigentlich ein Unfall, oder? Ich meine, es war eine Metal-Show, der Fan ist halt auf die Bühne gekommen, er wollte Stage-Diven, hat ihm vielleicht gerade nicht gepasst und deswegen, was halt auch viele, was ich auch sehr oft gesehen habe, viele Metal-Shows, viele Sänger oder halt nicht nur Sänger, sondern auch die Securities hauen dich ja auch meistens runter. Ja. Das kann halt auch mal ins Auge gehen. Das kann auch mal ins Auge gehen, genau. Mhm. Also das ist etwas, was jetzt, ich sage jetzt mal, dass das jetzt normal ist, überhaupt nicht. Ja, man sollte immer vorsichtig sein, aber es ist halt schon eine Gefahr, wenn man halt sich jetzt auf die Bühne haut und du kannst auch, wenn du selber von der Bühne jetzt Stage Dive machst, die auch dich schwer verletzen, bis sogar eben weiteres, ja. Kurze Message an all die Moscher da draußen, passt bitte auf euch auf. Ein Grund, weshalb ich nie moschen war wahrscheinlich. Nein, ich habe das auch öfters einmal gemacht, aber ich finde es halt gut. Stage Diven jetzt oder generell Stage Diven und was ich halt wirklich cool finde, ist, wenn jemand hinfliegt, hilf ihm auf. Das ist die oberste Wenn es jemandem eigentlich schlecht geht, bring ihn raus, bring ihn ein Wasser, schau das dem, passt bitte auf euch auf. Das ist, ich habe immer, wenn ich auf der Bühne stehe und es beginnt ein Moshpit, ein Circlebeat oder sowas, ist so, hey, cool, sie moschen, oh weh. Ja, hoffentlich tut sich keiner was. Hoffentlich tut sich keiner weh. Möchte ich nicht schuld sein dafür. Bin nicht im Dienst. Nein, aber das ist etwas, womit halt sehr viel, es ist auf jeden Fall gefährlich, wenn man sich in sowas begibt, ja. Aber du hast auf jeden Fall recht, also man sollte immer aufhelfen und immer die Leute, auf jeden Fall, wenn jemand am Boden liegt, aufhelfen sofort. Das ist das Oberste. Wie geht's denn mit der Mucke von Lamb of God? Hörst du nicht? Ich habe Lamb of God, nein, ich muss ehrlich sagen, don't judge me, aber ich habe Lamb of God nicht wirklich gehört. Ich habe sie nur letztens am Novarock gesehen und ich fand sie echt geil. Ja. Aber ich kann jetzt nicht wirklich einen Song von denen jetzt betiteln oder so. Okay. Ich war jetzt auch kein Fan. Aber ich habe auf jeden Fall von der Story gehört, lang bevor, also ich wusste auf jeden Fall, wer Lamb of God ist und die Story. Aber nein, also ich habe sie jetzt nicht gezielt gehört. Mhm. Was man vielleicht noch einmal kurz dazu sagen muss, ist, ich glaube nicht, dass wir heute auch definitive Antworten auf die Frage, darf man die Musik finden werden. Wir werden es am Schluss vielleicht noch einmal diskutieren später. Ja. Es ist eine schwierige Sache. Es ist eine schwierige Sache. Ja. Und jeder hat so viele verschiedene Meinungen. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu besprechen, interessant zu diskutieren über dieses Thema, weil ich habe auch jetzt privat sehr viel mit unterschiedlichen Leuten, sei es aus der Szene oder nicht aus der Szene, gesprochen. Mhm. Ja, und es ist interessant zu wissen, wie viele Meinungen jemand hat, hat. Und natürlich, ja, man ist sich nie wirklich einer Meinung, ja, aber es ist auf jeden Fall immer interessant zu wissen, einfach, was jeder einfach denkt. Ja. Mich interessiert das extremst. Es geht halt sehr viel auch ans Persönliche.
Für mich ist es zum Beispiel so ein bisschen, dass du sagen kannst, how much can you take? Kann ich es irgendwie verantworten, die Musik von jemandem zu hören, der durch die Verkettung von Umständen vielleicht für den Tod von jemandem verantwortlich ist? Ich kann mir Lamb of God trotzdem angehören mit reinem Gewissen und würde auch zu Konzerten gehen. Also ich verfolge die weiterhin, bin ein Fan davon, finde das gut, was die machen. Finde auch den Lebenswandel, so wie bei Tim den Bises von Isolde Dying, Ja. den sie zurückgelegt hat. Du siehst, dieser Mensch hat Reue abgelegt. Er hat, die haben sich ja schon, besonders der Randy Blythe ist auch so ein zerstörter Mensch, der hat so viel Scheiße sicher schon in seinem Leben Auf jeden erlebt. Ja. Fall, auf jeden Fall. Und du siehst, ich freue mich eigentlich für ihn und auch für diese Videos, die ich gesehen habe. Links gibt es dann nachher unten in der Informationsbox. Ich werde mein Bestes tun oder wir werden unser Bestes tun, dass wir alles, worüber wir sprechen, auch unten für euch zusammentragen und euch Beispiele dann geben. Wo war ich? Darf ich kurz was fragen, bevor ich es vergesse? Bitte. Weil du gemeint hast, die kannst du mit reinem Gewissen hören, also Lamb of God jetzt. Ja. Wo sagst du persönlich, das kann ich jetzt nicht mehr hören oder kann ich jetzt nicht mit reinem Gewissen? Dazu kommen wir. Dazu kommen wir noch, oder? Was, bevor ich es Ja, vergesse, dachte dazu ich, ich frage das kommen jetzt wir. noch. Es gibt da so viele Dinge, wo ich wirklich eine klare Grenze ziehe, wo ich sage, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es sind ein paar andere Themen hier auf meinem Zettel, wo ich sage, das kann ich alles nicht vertreten. Ja. Aber ist doch Da, etwas das ist dabei, ja. ist Ich doch. meine, wir haben hier als nächstes zum Beispiel, du hast mir ein paar Links geschickt zu diesen Missbrauchsfällen, die es da jetzt gegeben hat. Genau. Lorna Shore, ich habe mir aufgeschrieben, das war eine junge Dame, die den Sänger. Also es waren, ich glaube, es waren sogar CJ zwei. McCreevy. Genau, ich glaube, es waren sogar zwei, Ist aus der mindestens. Band Lorna. Das ist eigentlich auch re recht rezent gewesen, gell? Ich habe Ja, gesehen, das ist ja. 2020 Ja, passiert. genau. Ja? Schon. CJ McCreery wurde aus der Band gekickt, weil eine junge Dame namens Nicole Garvey damals 17 Jahre, 4 Jahre lang eine Beziehung mit ihm hatte und er sie angeblich ausgenutzt hat. Genau. Sie unter anderem in einem Video dazu genötigt hat, sich auszuziehen und er sie dann seinen Urin über sie verteilt hat. Genau. No wasn't an answer for him, hat sie unter anderem in ihrem Blog geschrieben. Sie wurde degraded. Abused und controlled by him for 4 years. Wir haben ja vorher schon, also vor diesem Podcast gesprochen. Du hast mir gesagt, dass das eine Verleumdung war. Es kam auf jeden Fall, ich glaube, das Ganze hat sich über 6 Monate gezogen, Okay. das Thema. Die Band hat sich auf jeden Fall sofort von ihm distanziert. Mhm. Blöderweise war es halt so, dass sie davor schon, ich glaube, ihr neues Album released haben. Ja. Auf jeden Fall ein neues Musikvideo rauskam. Er als neuer Sänger quasi noch mehr gepusht und präsentiert wurde. Ich glaube, er war Du früher hörst sie Sänger. privat oder? Ja, ich höre sie hin und Nur wieder eine Show, gerne. Bin jetzt okay. auch kein Ich habe Fan, also offizieller Fan, aber. hab leider überhaupt keinen Offizieller Kontext Fan, zu muss ich Lana sagen, Show. bin ich jetzt nicht, aber ich habe sie schon Ja. hier und wieder gehört und er war auch, weil nicht die Info richtig habe, früher der Sänger von Signs of the Swarm und Okay. jetzt eben Lorna Shore. Und davor war er der neue Sänger von Chelsea Green, Lorna Shore Sänger. Der Tom Barber, glaube ich, heißt er. Ah, Short Story zu dem. okay. Auf jeden Fall die Vorwürfe zu dem Sänger. 6 Monate, also die Band hat sich auf jeden Fall distanziert, ihn Ja. rausgekickt. Und obwohl sie eine anstehende Tour hatten. Und das Ganze hat sich dann über 6 Monate gezogen. Der Sänger ist wie vom Erdboden verschluckt. Also er Okay. hat alles Social Plattformen hat er gelöscht, weil er wirklich, ich meine, ich verstehe es auch, er war auf jeden Fall nicht der Typ, den man jetzt irgendwie gerne jetzt irgendwie anspricht oder so. Also er war jetzt absoluter Buhmann jetzt, ja. Also nach den Vorwürfen ist klar. Es hat sich dann rausgestellt, so nach einem halben Jahr circa, dass das eigentlich alles kompletter Schwachsinn sei. Es waren ja, glaube ich, sogar zwei Mädels, die sich zusammen gegen ihn verbündet haben. Okay. Und das war eigentlich nur, grob gesagt, eine Eifersuchtssache, weil der halt mit der zusammen war oder mit der was hatte und dann waren es halt eifersüchtig, wollten es halt ihm was aus eins reinhauen, ihm was Okay. auswischen. Es hat sich bestätigt, dass da das, was ihm vorgeworfen wurde, nicht stimmt. Hat sich dann bestätigt, weil sie dann gebeichtet haben, sozusagen. Okay. Und das war halt auch eine echt blöde Sache, weil natürlich niemand hat ihm das geglaubt, dass er jetzt unschuldig ist.
Es wurden nur diverse Nachrichten gezeigt, wie sie mit ihm halt über irgendwas diskutiert haben, gestritten haben und ja, in einem komplett falschen Kontext eigentlich. Und ja, also jetzt weiß ich nicht genau, wie die Band jetzt zu dem Thema steht. Auf jeden Fall, was ich cool fand, sie haben sich sofort distanziert davon, obwohl er so ein toller Vocalist ist, obwohl er so eine riesen Reichweite hat. Fame, völlig egal. Es geht einfach darum, dass sowas absolut nicht geht, ja. Weißt du, was sich mir dann die Frage stellt, ist, wenn ich mit so jemandem in der Band spiele, Ja. ich weiß über meine Bandmitglieder Bescheid, ich kenne meistens deren intimste Geheimnisse, Stories oder sonst Ja. irgendetwas, das sind ja keine Menschen, die ich jetzt, oh, gestern getroffen habe und ja, machen wir eine Tour. Du kennst die Leute ja meistens schon irrsinnig lang. Ich meine, wir haben Ja, auf der aber in Liste zum Beispiel auch, was wir vielleicht abhaken können, gleich ist dieser The Ghost Inside Bassist, Riley. ja, ich meine, der ist schon länger in der Band. Der ist schon länger in Der der ist schon Band. länger in der Jim Band. Riley, den Also hat er er war in der wurde von The Band. Ghost Inside rausgeschmissen, weil er Racist Äußerungen gegenüber dem Busfahrer Dem damals Busfahrer. gemacht hat und das N-Wort, ich möchte es nicht sagen, verwendet hat. Ja, bei dem, es ist genau das Gleiche. Wenn du mit jemandem in der Band spielst, du kennst diesen Menschen. Ja, ich glaube, der Unterschied, Entschuldigung, ist bei Lorna Shore, er war ja recht frisch in der Band eigentlich. Ich Okay. meine, natürlich muss man die Person Du kennen. meinst, dass sie den vielleicht erst kennengelernt haben und nicht über Ich seine Vergangenheit Bescheid wussten? glaube ja, weil Okay. ich weiß nicht, wie das bei jeder Band abläuft. Natürlich, viele Bands haben halt viele Freunde. Ich meine, man ist mit Freunden in der Band, man macht gemeinsame Musik, ja. Aber ich glaube, da war es so, der ist neu in die Band gekommen. Das ist Okay. schon im Musikbusiness wahrscheinlich anders. Ja, da zählt es nicht irgendwie vielleicht, ob der jetzt live ist oder so, sondern der muss was präsentieren, ja. Der muss Skills haben. Ich glaube, das, glaube ich, steht so ein bisschen mehr im Vordergrund, als, hey, das ist ein netter Typ, den nehmen wir jetzt in der Band, oder das ist mein bester Freund, den nehmen wir jetzt in die Band. Ich glaube, das schaut ein bisschen anders aus bei The Ghost Inside. Der Bassist ist schon seit, wie lange war der schon Ich dabei? glaube schon fast seit der Gründung. Wahrscheinlich seit der Ich müsste Gründung. nachschauen, ich habe mein Handy drüben Da hast du auf jeden gelassen. Fall recht, müsste Ja. man das auf jeden Fall wissen, gerade wofür die Band eigentlich steht, ja. Ja. War es auf jeden Fall ein Riesenschock. Auf Für jeden Fall. mich ist es auch so, ich meine, selbst wie ich jetzt, also selbst wenn ich kurz ausgeholfen habe bei anderen Bands, sei es Anchorage, und das waren, Shoutout an Anchorage, kurz ein paar Konzerte, mit denen ich mit ihnen dabei war. Ich wusste viel über diese Menschen und sehr gut Bescheid und auch über vielleicht persönlichere Dinge. Also es sind schon, ich weiß nicht, wie es bei Musikern ist. Ich glaube, wir sind doch auch emotionale Wesen, Ja, traue ich mich jetzt zu sagen. absolut. Und tragen unser Herz schon auch oft auf der Zunge und sprechen das Ganze recht aus, beziehungsweise sind jetzt nicht so verschlossen den Themen gegenüber. Na, no, finde ich auch nicht. Nein. Aber es ist nochmal so, ich habe mich ja auch, weiß ich nicht, man unterhält sich auch mit Leuten, gerade aus internationalen Bands, wenn man nach der Show vielleicht ein paar Fragen stellt oder generell auf ein Bier sich unterhält, habe ich auch hin und wieder gehört, man trifft sich ja wirklich nur oder man kennt sich ja nur als Band. Das ist nur ein Bandmitglied, aber es ist jetzt nicht mein Freund, mein Kumpel. Habe ich auch Echt? mal gehört. Okay. Ja, das ist halt schon, deswegen glaube ich, war das bei Lorna schon dieselbe Du hast Geschichte. ja auch ein bisschen Kontakt zu internationalen Leuten. Der Sänger von Betraying the Martyrs zum Betrayal Normalis, Beispiel ja. ist Matt. Wie heißt er nochmal? Aaron Metz. Aaron Metz, Ja, genau. genau. Also da habe ich jetzt ein bisschen von ihm raushören können. Sie verstehen sich alle auf jeden Fall, weil das muss auf jeden Fall klappen, man muss sich Ja. verstehen in der Band. Aber privat hat er jetzt nicht so viel mit allen zu tun Okay. eigentlich. Es gibt ein paar Bandmitglieder, mit denen er sich wirklich nur einfach nur für die Band trifft. Probe, Tour, dies, das, Promotion, dies und das. Aber bei Einzelmitgliedern, da geht man schon privat auf ein Bier oder lädt den mal sich nach Hause ein oder sowas. Aber bei den anderen nix. Also das hat er mir auch eben erzählt. Und Ja. ich glaube eben, dass es vielleicht bei Wer Lorna hat er das schon. jetzt erzählt? Der Aaron Aaron. Metz, der Okay. Sänger. Er hat mir jetzt nicht gesagt, mit wem, weil er wollte jetzt auch nicht irgendwie. Ja. Genau, aber ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen dieselbe Geschichte bei Lorna Shore, weshalb man jetzt vielleicht, ich meine, die kannten, ich weiß nicht, wie lange sie den Typen Bandbeziehungen, davor kannten, ja, ja. das ist immer so die Frage. Aber bei der großen Zahl ist natürlich so ein Ding, ja. Das ist, wie kann das sein, Hörst ja? du The Ghost Inside? Ich habe die großen Zahl auf jeden Fall gehört, ja. Ich meine, ich habe sie immer noch am Handy, muss ich sagen. Auch, ich meine, was ich auch wieder gut gefunden habe, ist, dass die Band gleich reagiert hat. Sie haben den rausgekickt und Ja, haben genau. eben, Es würde mich wundern, wenn nicht. beziehungsweise gibt es auch ein Interview, was ich gefunden habe, wo er darüber gesprochen hat, wo er gesagt hat, dass es dumm war, dass er sich dafür entschuldigt, dass er das zutiefst bereut.
Also auch wieder dieses Reue-Thema. Ja, aber sagen ist das eine, ja. Das wie sagen gesagt, kann man und da viel. Kommt wieder das zustande dann in einer Band. Du kennst die Leute ja. Ja. Besonders über so einen langen Zeitraum. Genau. Das kann nicht neu sein. Und dann schmeißt du den auf einmal raus. Das ist. Ja, ich persönlich bin so jemand, es ist zwar schön und nett, dass du dich entschuldigst, ja. Mhm. Aber abkaufen weiß ich nicht, ja. Ich bin nicht jemand, der das sofort abkauft. Mhm. Mhm. Gerade wenn man solche Sachen anstellt, ja. So wie du groß entscheidet, ja. Die Band steht ja für etwas, ja. Und allein schon die Lyrics, die der Sänger verfasst, ja. Und das ist, dann kommt der Bassist und dann hört man einfach, was der dem Busfahrer da gesagt hat, ja. Dieses bestimmte Wort. Mhm. Das kommt mir einfach nicht in den Sinn. Also das verstehe ich absolut nicht. Wie kann man das so einfach... Ja, es ist wieder die Frage, wo ziehst du die Grenze? How much can you take? Ja? Da kommen wir wieder zur Frage. Kann ich Ghost Inside weiterhin gewissenhaft hören? Kann ich es nicht gewissenhaft hören? Puh, schwieriges Thema. Ja, das Rassismus stimmt. Rassismus geht für mich gar nicht. Wenn die Band sich sofort von ihm distanziert, dann denke ich mir... Denke ich schon, dass man sie hören kann, ja, weil ich nehme mal an, die anderen Mitglieder waren selber auf jeden Fall überrascht, ja. Mhm. Wenn du sagst, die kennen sich sicher schon seit ewig, ja, die gibt es schon dabei seit der Gründung wahrscheinlich. Mhm. Ich schätze mal, die haben auf jeden Fall reagiert, ja. Es würde mich auf jeden Fall überraschen. Und dann aber haben sie reagiert, um den Medien gut dazustehen, weil es ist ja auch eine große Band, das oder stimmt, haben sie reagiert, weil es wirklich ihre Überzeugung ist, oder haben sie vielleicht ein, zwei Leute, die bei dem Schmäh eingestiegen sind, oder vielleicht sich. Gute Frage, aber da ich gut glaub, verstehen. Ja. Ich meine, das wissen wir das nicht. Werden das wir nicht wissen wir einfach nicht. Werden das werden wir auch nicht herausfinden. Ja, aber es ist auf jeden Fall, da hast du recht. Ja, natürlich, vielleicht machen sie es auch wegen den Medien, wegen der Fans. Ja. Jetzt werden wir nicht blöd dastehen. You don't know. Aber wir bleiben noch Kumpels, aber wir wollen jetzt nicht blöd dastehen. Jetzt musst du aus der Band raus. Kann natürlich auch sein, wir werden es nicht wissen. Ja. Ghost Inside hat mich ein bisschen getroffen. Ich mag die alten eigentlich, Sachen eigentlich sehr. Mhm. Besonders die ersten zwei, die ersten drei Alben, ich sehr gefeiert. Ist für mich vielleicht auch ein bisschen, also ich habe sie immer noch im Handy. Ich höre sie immer noch manchmal. Ob das nach dieser Diskussion jetzt mit dir weiterhin so ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Mhm. Oder ob die vielleicht auch gehen müssen. Es ist ein bisschen Nostalgie dabei, weil ich mir, wie ich inwiefern meine... gehen müssen? Aus meinem Musikspeicher sozusagen. Ich habe kein Spotify, ja. Don't blame me, sorry. Ich habe noch immer kein Spotify. Ich bin wirklich so altmodisch und habe Interpreten auf meinem Smartphone und danke, das höre ich mir dann an, ja. Sag das mir, ich habe seit kurzem Online-Banking, also ich bin auch altmodisch. Wow, cool. Airbump. Airbump, ja, voll Airbump. Corona-safe cool. Airbump. Ja. Hat mich getroffen. Ich habe es ein bisschen aus Nostalgiegründen nach oben, weil es gerade eine Phase war, wo ich mit meiner ersten Band viel unterwegs war, beziehungsweise auch so die Aufbruchsphase von Lost in Astoria war. Mhm. Und ich da in der Phase eigentlich sehr viel, es war 2015, 16, ja. 14, so in dem Zeitraum. Also ich war damals bei Forever the Failure oder habe meine Band Forever, das ist die einzige Band, die ich wirklich gegründet habe damals. Forever the Failure. Forever the Failure. Und da habe ich viel The Ghost Inside gehört und da habe ich mir vom Songwriting auch viel abgeschaut und mich inspirieren lassen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Nostalgie, dass ich die immer noch gerne höre. Mhm. Obwohl dieser ganze Scheiß jetzt ans Tageslicht gekommen ist. Also für dich ist es eigentlich, was mich zur nächsten Frage bringt jetzt, wo du ja. das sagst, ist es für dich jetzt gleich schlimm oder schlimmer, wenn jetzt zum Beispiel der Sänger jetzt Mist gebaut hat, ja, in welchem Buschloss, ja, oder wenn jetzt der Bassist Mist gebaut hat, so, okay, ist nur der Bassist, ja, aber die Lyrics schreibt er trotzdem, in der Regel vielleicht der Sänger, er schreibt gute Texte, der hat jetzt keinen Mist gebaut, in dem Fall war es der Bassist, die haben ihn rausgekickt, okay, ich höre sie noch, aber wenn jetzt bei Ghost Inside jetzt der Sänger das gemacht hätte, Beispiel jetzt, ja. Ich finde es gleich schlimm, weil eine Band tritt für mich immer als Einheit auf. Eine Gruppe, ja. Eine Gruppe. Ja. Und ich sehe die auch als gleich an. Ich meine, im Endeffekt sind das alles nur Menschen, so wie alle Menschen sind. Ja. Wir alle sind fehlbar, wir alle machen Fehler. Wir haben sicher auch alle schon den einen oder anderen Fehler gemacht oder falsche Dinge gesagt oder so. Und ja. Für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. Obwohl ich sagen muss, ich finde...
rassistische Äußerungen von einem Bandmitglied jetzt zum Beispiel für mich persönlich schlimmer als das As You Dying Thema oder das Lamb of God Thema. Mhm. Aber trotzdem höre ich sie noch aus einem nostalgischen Wert. Ja. Das ist irgendwie... Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel? Was meinst du? Du hörst sie immer noch aus einem nostalgischen Wert. Ja. Okay. Aber es ist, eigentlich widerspreche ich mir selbst dabei, ja. Weil für mich ist die Linie, Rassismus geht gar nicht. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Auf jeden Fall. Überhaupt nicht, überhaupt ja. Nicht, nein. Und ja, ich glaube, sie müssen gehen. Ja. Ein Thema Rassismus, gar keine Frage. Vielleicht bringst du das eh jetzt zu. Jetzt. Ich meine, ja, gerne. Oder wolltest du noch was diesbezüglich sagen? Naja, gut, wir haben noch theoretisch hier stehen den Eddie Mahida, Hermida mit Suicide Silence, der eine 17-Jährige genötigt hat. Den Lost Prophets Sänger. Das ist ein richtig heftiges Thema eigentlich. Ich habe mir das gestern dann noch durchgelesen am Abend und ja. Ich bin mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen. Wirklich. Mhm. Ich meine, das kann vielleicht auch an diesem ganzen NSB Black Metal Geschichte liegen, die ich mir dann auch noch durchgelesen. Mir war wirklich schlecht und ich möchte meinen Computer eigentlich für den Suchverlauf verbrennen, aber... Es ist eine echt harte Sache, Lost Prophets. Ich habe die nie gehört, ja. Ich meine, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich die mal gehört habe. Ich habe sie nie gehört. Ich auch nicht. Nie. Man kennt wahrscheinlich vielleicht irgendwo Songs und so, wo du da drauf kommst. Ja, ja, ja. Ah, das ist Lost Prophets, genau, okay, ja, kenne ich irgendwo her. Damals gehört, beim Hörschutz oder so, aber jetzt, also ich habe keine Ahnung, ich könnte jetzt keinen einzigen Track nennen, aber... Der Lost Prophets Sänger wurde verurteilt zu 35 Jahren Haft. Ich glaube, ja. Weil er... 32, 35 Jahre, glaube ich, irgendwie sowas. In mindestens 13 Fällen unter 13-jährige Mädchen vergewaltigt hat und ein Fan sogar... Ein 11 Monate altes Baby... Es gibt anscheinend Bilder davon oder Videos davon. Es gibt Videos davon, die wurden auch vor Gericht gezeigt. Das Ganze war so schlimm, dass die Geschworenen psychischen Beistand gebraucht haben, um das durchzudrucken. Genau. Aber es wurde auch einiges erspart, nachdem er sowieso eben Lost Prophets Sänger alles sah. Genau. Und er ist in einer Hörung gesessen und hat gesagt, it was mega lols, ist der Lautwort. Also es war mega lustig eigentlich. Das Ganze zeigt überhaupt keine Reue. Gar keine Reue. Also das ist etwas, natürlich, da wurde mir auch schlecht. Das geht gar nicht. Nein. Das geht überhaupt nicht. Und es gibt immer noch Menschen, die diese Person anhimmeln, ja. Es gibt immer noch Menschen, er im Gefängnis schafft es trotzdem, Leute von außen zu manipulieren. Oh. Weshalb auch eine 21-jährige Mutter, war wahrscheinlich früher so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch immer so ist, mit ihm Kontakt hatte. Mhm. Er hat Fanbriefe gekriegt, dennoch. Mhm. Und irgendwann einmal hat er ihr sogar die Liebe gestanden, ich meine, ihr das Blaue vom Himmel versprochen. Sie hat ihn im Gefängnis besucht und hat ja auch extremst krasse Sachen gefragt und die möchte ich exakt hier nicht sagen, aber da war mir echt schlecht. Ja, und ich betone, sie ist eine Mutter und deswegen, er ist ein extrem pädophiler. Ich will nicht schimpfen, ich kann nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Wirklich. Nein, ich will jetzt nicht solche Sachen sagen, das aber... Das geht gar nicht. Ich will solche Sachen nicht sagen, aber es ist eben betont Mutter, betont Mutter halt. Vielleicht deswegen hat er sie auch damals ausgesucht, ja. Und das mit dem Baby war für mich so, wie kann ein Mensch sowas einfach... Wie kann ein Mensch sowas machen? Allein schon daran das ist denken, mich kein, es ist... Das ist für mich einfach kein Mensch, das ist einfach... Ich meine, um zu dem Thema zurückzukommen, kann man die Musik von diesen Menschen hören? Nein. Absolut nicht. Gar nicht. Das geht nicht. Nein. Er zeigt keine Reue. Er ist anscheinend komplett... Ich kann es mir nicht anders erklären, als dieser Mensch wirklich psychisch krank sein muss. Ja. Das Verhalten und so, das kenne ich ansonsten nur wirklich von Leuten, die eine psychische Krankheit haben, wie eine ausgeprägte Schizophrenie oder irgendeine Persönlichkeitsstörung. Ich kann es mir nicht anders erklären. Hm. Das Pädophile, ich meine, das ist furchtbar. Das ist ein furchtbares Thema.
Und er ist ja lang damit, er ist ja lang davon gekommen mit dem. Also das ist ja schon etwas über Jahre, ja. Ich weiß jetzt nicht wie lange, aber echt viel zu lang. Und wenn du mich fragst, die Strafe ist einfach viel zu mild. Ja. Also, ich meine, da gibt's. Können wir das hören? Nein. Kann das irgendwer hören? Vielleicht gibt es jemanden, der das vertreten. Ich weiß es nicht. Was sind, ich Leider weiß auch Gottes nicht die gibt es Argumente von den Leute. Menschen, die sagen können, ich kann das vertreten. Ich finde die Band trotzdem so geil und so ikonisch, dass ich mir das anhöre. Ich muss dir sagen, Geht gar nicht. ich habe ja auch viele Statements gehört von der Art, ist mir egal, wer oder was in der Band ist, die Musik Ja. ist cool, ist mir egal, ob der jetzt labernd ist, ob der jetzt Scheiße gebaut hat. Die Mucke ist geil und deswegen höre ich die Band und nicht wegen der Leute. Aber ja, es ist halt trotzdem, die haben das produziert und die haben das geschrieben und ich weiß Frage ist nicht. halt wieder, kannst du auch dieses Ganze, wir besprechen da jetzt eigentlich das Ausmaß an den Taten, die die Menschen gemacht haben oder Ja. versuchen das irgendwie so mal ein bisschen objektiv, kannst du es fast gar nicht darstellen, weil bei diesem Thema fällt es mir sehr schwer, objektiv zu bleiben. Ja. Ja, nein, geht gar nicht. Überhaupt nicht. Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt einen Lost Prophet Song gezielt hören würde, ich würde sofort an diese Sache denken. Aber Ja, sofort. und ich würde sofort abdrehen. Sofort abdrehen. Also, ich würde denken, okay, so hört sich der Typ an. Wahnsinn. Nein, das will ich nicht. Ja? Also ich weiß nicht mal, ich kenne keinen einzigen Song. Ja. Jo. Ja, da stellt sich für mich nicht einmal das Thema, wo ziehst du die Grenze? Ja. Weil das sind so viele Grenzen überschritten, das ist irre. Aber das ist Thema Rassismus angesprochen. Ich habe das Thema Rassismus angesprochen und da gibt es so viele Sachen. Ach Gott. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Ein bisschen haben wir noch, aber vielleicht können womit ich wir. vielleicht anfangen möchte, ist Pantera. Ja, Ich Phil war Anselmo. früher ein. Also, ich habe, wie ich Metal anhört, wie ich angefangen habe, Metal zu hören, war ich ein großer Pantera-Fan eigentlich. Du warst, okay. War. Ja. Betonung auf war. Bist du deppert. Da war ich auch nie Und Fan von. am Anfang, ja? Aber ich war nie Fan von Pantera, ja. Du warst nie Fan von Nein, Pantera. war ich nie. Ich habe die Musik nie gefeiert, ehrlich gesagt. Ich I'm fand, also, sorry. sowohl die Solos von Dime, als auch diese ganze Legacy um diesen Menschen zusammen mit dem, was passiert ist, wie er dann schlussendlich 2004, glaube ich, war es, erschossen wurde auf der Bühne etc., Ja. hat ja riesen Wellen gemacht, ja. Ich meine, es geht jetzt wahrscheinlich weniger um Pantera, sondern, oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, es geht auf jeden Fall um den Phil Anselmo, der dann sich 2016 beim Dimebash hingestellt hat und laut geschrien hat, White Power, und den Hitlergruß Hitlergruß und die dabei drei Finger hat gemacht er auch hat gezeigt. und die drei Finger gezeigt hat. Ja. Und das war. Link kommt dazu. Ich weiß nicht, was ich mir da frage, ist, genau 2016 war das Dimebash. Ja. Und was für mich da die Frage ist, Kann man sich auch. wie viele Leute, die heutzutage Pantera hören, wissen das vielleicht oder wissen das nicht und hören sie trotzdem? Ist schwer zu glauben, dass es wenige wissen. Es wissen auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das Video ist Ich ja glaube, das ist, ich weltberühmt. glaube auch, dass es viele Das Video nicht ist wissen. weltberühmt. Allein schon Rob Flynn von Machine Head hat sich dazu geäußert. Es haben sich eigentlich Genau. viele Leute aus der Metal-Community, gerade in den Staaten, geäußert. Ich glaube, das wäre absurd, wenn du sagst, ach so, das wusste ich gar nicht. Ja? Also das kann man mir jetzt persönlich nicht sagen. Ich meine, das sind ja alle Südstaatler, alle miteinander. Ich glaube, dass dieses Gedankengut nicht unbedingt nur bei ihm zu finden ist. Ja? Nein. Glaube, weiß ich Glaube, nicht. wissen wir nicht. Ich will jetzt niemandem auch schlecht reden. Ja, wie ist es mir damit gegangen? Ich habe sofort alle Pantera-Sachen gelöscht und ich kann das überhaupt nicht vertreten. Ja, Das ist für verstehe mich ich. absolut. Ich habe das gesehen und mir war schlecht. Mir war schlecht, wirklich. Ich habe danach, ich meine, sogar diese Entschuldigung war so cheap. Dieses Entschuldigungsvideo, was der Phil Anselmo da gezeigt hat, war. Schlecht. Es Es war war eineinhalb schlecht. Minuten Der Rob lang. Flynn, Es es war. war 1,5 Minuten lang pathetisch eigentlich, Ja, 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 wie er auf ja. seiner Schaukel in seinem Ding gewippt ist und gesagt hat, man, give me another chance.
Der Augenkontakt, du nicht. Du hast es in den Augen gesehen, das war ihm scheißegal eigentlich. Das war vielleicht jemand, der sagt, okay, für die Medien sollte ich das jetzt machen, ja. Aber der hat das nicht so gemeint. Nicht so. Er hat es nicht verdient. Finde ich nicht. Er hat auch keine zweite Chance verdient. Und Nein. noch dazu, es gibt ja Videos, Link kommt dann auch unten in die Videobox von diesem Video, wo mir schlecht geworden ist, von Rob Flynn, der das Ganze thematisiert hat, weil sie ja irgendwie versucht haben, das Ganze dann zu umreden. Nein, es gab Weißwein im Backstage und da ging es eigentlich um irgendein. Es gab Was keinen. für ein Scheiß! Ja. Das sieht man, wie Das Leute. Video, du siehst eindeutig, wie er auf der Bühne steht und ein Rassist ist. So Ja. fuck off. Nicht nur einmal auf der Bühne, Und nicht sondern nur einmal, das ist öfters passiert. öfters auch während einem Pantera-Set und so auch. Also, ja. Ja. Also, wie gesagt, das ist einfach ein Riesenthema. Aber ich glaube, von der Zeit her, ob sich das noch ausgeht. Ein bisschen Zeit haben wir Bisher haben wir noch. noch. Geht Geil. sich das Thema noch Slaughter aus? Slaughter to Prevail. Ich glaube, das ist immer noch aktuell. Sehr, sehr Ja, aktuell. ja. Ich will noch kurz erwähnen, wir als also Face of Ruins, wir hatten damals, das weiß ich, das ist schon so ewig lang her, im Vibe Room hätten wir die Chance gehabt, oder hatten wir die Gelegenheit gehabt, also Opener zu sein für die Band. Die haben damals ihre erste Europatour gestartet. Da war auch der Hype groß um Slaughter to Prevail, richtig groß. Und dann ging es ja los mit dem Shitstorm, dass der Sänger Alexander Schikulei, Alex Terrible, aka. Alex Terrible, in der rechten Szene zumindest aktiv war. Ja. Aktiv war. Er war, laut ihm Er war hat ein er paar nette Dinge stehen. ein paar sehr nette Dinge. Ja. Es gab diverse Fotos mit rechten Rappern Also, er oder hat. er Darf hat das ich kurz Tattoos. konkretisieren? Du Er hat kannst es die natürlich sehen. Odalrune tätowiert, eine Am schwarze Fuß, Sonne, am Ellenbogen. genau beides. Nazi-Symbole oder Symbole, die im Nationalsozialismus sehr stark verwendet wurden. Es gibt Bilder von ihm mit einer Wehrnachtsmütze. Es gibt eine Hardcore-Band namens You Must Murder, die er unterstützt Genau. hat, was er anscheinend dann nicht wusste. Ich meine, es gibt ein weißes Interview zu dem Thema. Es gibt Bilder von ihm mit einem Rapper namens Gary Topor, mit dem er, der ein Wie gesagt, Nationalsozialist ist keine Ahnung, ein Rassist anscheinend Auf zumindest jeden sein Fall. sollte. Ja. Er hat Sachen von White Rex, Thor Steiner. Torsteiner. Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. Die Entschuldigung dafür ist sehr kurz. Er hat, also wie ich das dem Interview entnehmen kann, wie gesagt, Link kommt dann unten rein, das ist ein weißes Interview, glaube ich. Ja. Er sagt, das Unter sind Dinge, anderem. die in Russland ganz normal sind. Weil sie sind mit dem Krieg aufgewachsen, sozusagen auch. Und das ist Genau. natürlich. Er interessiert sich jetzt nicht nur er interessiert sich jetzt nicht für den Nationalsozialismus, weil es ja dieses Genau. Bild gibt mit dem Gewehr und der SS-Mütze und so weiter. Ist ganz normal, genauso wie man in Österreich die FPÖ Er wählt, ist einfach nur oder? so Das ist ein so. Kriegsfanat. Ich Ja? Somit hat er es irgendwie weiß argumentiert. Somit hat er es nicht. argumentiert, ja. Wobei man sagen muss, wie soll ich sagen, also viele Leute schauen da auch sehr drüber hinweg, ja, über das Ganze, Ja. weil die Band wird extremst gehypt, immer noch. Ja. Sie sind jetzt aber nur in den Staaten und halt in Russland sind die nur auf Tour gewesen. Aber in den USA werden die auf jeden Fall gefeiert. Ja. Ja. Und allein schon Nee. mit seinen Masken, die er so produziert, hat er schon allein schon eine richtig arge Fanbase. Allein schon deswegen, wegen der Masken. Ja. Er hat ja auch eigene T-Shirts und so weiter. Also es war mir schon zu wenig, seine Argumentation, und sehr schlecht. Und im Vergleich zu Tim Lambesis zum Beispiel, der hat zum Beispiel gesagt, dass es ihm leid tut. Er hat aber auch dafür irgendwie was zurückgeben wollen. Weißt du, ich meine, mit dieser Organisation Du auch, finde siehst ich. Alex Terrible nirgendwo mit einem T-Shirt, wo drauf steht Fuck White Pride. Zum Mann. Beispiel, um eine Gegenaussage zu machen, um ein Statement zu Weiß man machen. überhaupt, er hat sich das, die Übertätowieren schwarze, er lassen. hat sich das schwärzen lassen, ja? Ja. Die schwarze Sonne. Aber am Fuß hat er eben das andere gehabt. Ja. Darüber hat er gar nicht geredet eigentlich. Im Interview kam nicht vor, weshalb er das hat oder dass er das irgendwie oder hat, ich weiß nicht mal, ob er das auch hat entfernen lassen. Das bleibt, wissen wir nicht. Aber am Ellbogen, wo man es halt natürlich sieht, vielleicht ist das jemand, der wegen der Medien auch sagt, hey, weil er hat damit die ganze Band, es ist komplett versaut, die Tour. Also alle Shows wurden gecancelt auf der Tour. Wir haben uns eigentlich auch sofort distanziert. Wir haben gesagt, auch wenn sie jetzt nach Wien kommen im Vibe Room,
haben wir gesagt, wir wollen nicht Supporter sein für diese Band. Sehr Nachdem gut. wir Finde ich das sehr gut. gelesen haben. Mhm. Und ja, die Tour ist dann sowieso abgebrochen worden. Ja. Und ja, aber wir haben komplett als Band gesagt, wir wollen das überhaupt nicht, dass wir Supporter sind für so eine Band. Super, finde ich sehr gut. Ich kann es auch überhaupt nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen. Seine Entschuldigungen sind für mich schwach. Ich habe leider niemanden, der mir jetzt sagen kann, ob das wirklich in Russland ganz normal ist, dass man da Tollsteiner trägt und White Rex Sachen. Ich hätte gerne noch mit jemandem darüber geredet oder vielleicht findet sich jemand, der mir das dann noch sagen kann, ob das in Wäre Russland cool, wirklich ja. einfach so Wäre cool. tagtäglich ist. Vielleicht sieht man dort so den Alltags-Nationalsozialisten nochmal dumm rennen. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Hit me up. Aber ja, Macht's nach wie fertig. vor wird er sehr gepusht immer noch und viele Leute schauen Ja, schon ich drüber find's nicht gut. hinweg. Auch wenn er jetzt vielleicht keine nationalsozialistischen Parolen in seinen Texten hat oder so. Ja, ich meine, wissen wir nicht, er singt auf Russisch. Wir können, glaube ich, alle kein Russisch, wo man nachlesen kann. Echt? Slaughter to Ja, Prevail ist Russisch? Ich dachte, das ist Englisch. Slaughter Prevail, die Band, das ist Ja. Russland. Und er singt zumindest in Ja, gewissen Alben, aber singt er ich auf dachte, die Lyrics sind auf Englisch. ein paar schon, ja. Es gibt auf jeden Auf Fall Russisch Songs, auch? aber Russisch auch, ja. Okay. Ich hab's auf meinem Handy gehabt und da Okay. kann man auf die Lyrics schauen. Ich wollte nämlich unbedingt, mich interessieren die Lyrics von vielen Frontmen, von vielen Bands halt. Und da Ja. konnte ich leider nichts lesen, weil ja alles auf Russisch stand. Ja. Wenn ich es noch kurz ansprechen darf, er hat ja auch diese Maskensammlung. Kommt die von ihm? Hat er die? Er ist der Gründer Er ist der sozusagen. Gründer von Er ist der diesen Gründer von seiner kleinen Masken. Firma. Ja. Sind Masken, sind T-Shirts, also Okay. Merchandising. Aber es ist nur ein Typ, der alle Masken macht. Okay. Er produziert sie nicht. Ihm gehört das quasi alles, aber er Okay. produziert sie jetzt nicht selber. Ich weiß, du hast so eine Maske. Ich habe so eine Maske auch getragen bei unserer Fear Show also beim Campus-Event von uns letztes Jahr. Willst du das So. wieder tun? Die Maske tragen. Ich gebe zu, es ist eine richtig geile Maske. Ich habe sie auch geschenkt bekommen. Ja. Es ist schwierig. Es ist Ist schwierig, sehr schwierig, ich schwierig. weiß. How much can you Weil ich take? unterstütze auf jeden Fall nicht, was er so tut, ja, in seinem Privatleben, wie er vielleicht gedacht hat oder immer noch denkt. Absolut nicht. Auf der anderen Seite, es ist eine coole Maske, denke ich mir. Aber dann sagt man zu mir, wieso, wenn du diese Maske kaufst, unterstützt du und supportst du diese Menschen. Deswegen sitzen wir. Kannst Deswegen du diesen Menschen unterstützen oder kannst du es nicht tragen? mehr, Nicht nicht mehr. mehr, Okay. sagen wir es so. Nicht mehr. Also eine Es zweite Maske werde ich sind. jetzt nicht irgendwie bestellen oder so, überhaupt nicht. Ich muss zugeben, ich bin ein ehrlicher Mensch, die Masken schauen echt cool aus. Ich mag sowas, ich bin generell jemand, der auf Masken steht, Ja. aber ja, es ist halt leider Gottes in dem Fall von ihm, ja. Aber ich hab's so, ich supporte das absolut nicht. Den Menschen, also als Person, überhaupt nicht. Okay. Ich meine, ich habe noch viel mehr Dinge da stehen. Die Zeit ist verflogen. Es ist jetzt, Extrem, es ja. ist 2 Minuten. Danach kommt einfach ein zweites Mal. Wir kommen ein zweites Mal. Ich Cool, meine, wenn wir dürfen. wenn wir dürfen, kommen wir gerne ein zweites Mal. Ich meine, schauen wir mal, wie die Leute das finden, beziehungsweise wie viel Anstoß zu Diskussionen wir dann noch machen können. Ah, das heißt, ich darf meinen Computer noch nicht verbrennen. Ich verbrenne ihn dann, wenn wir mit der Wir ganzen. verbrennen ihn Mit der gemeinsam. nationalsozialistischen Black Metal Szene fertig Oh sind, die auch Gott, noch da kommt. brennt schon der PC, wenn es auf Enter drückst. Oh, Wir damn. ja, dann vielleicht ein Schlusswort oder so Ja, ich meine, vielleicht. es gibt noch weitere Themen. Lasst Kommentare da, redet darüber, redet mit den Leuten darüber. Eine endgültige Antwort können wir euch nicht geben. Es ist immer die Frage, es ist etwas total Subjektives. How much can you take? Wie viel kannst du Ja. vertragen? Wie sehr kannst du das mit deinen Einstellungen vertreten. Das andere Ding ist, ich glaube, es ist auch okay, so wie wir sind beide Menschen, wir sitzen auch da, wir machen Fehler. Vielleicht ändern sich unsere Einstellungen auch, vielleicht, keine Ahnung, wird diese Maske in Zukunft nicht mehr getragen, der Hermes hört auf, The Ghost Inside aus nostalgischen Gründen zu hören und Das werden wir alles noch erfahren. es ist ja auch okay, oder? Ich meine, wie gesagt, wir sind alle Menschen und es ist okay, Genau. sich zu ändern. Genau. Ich meine, wie Sehr cool. gesagt, das sind alles dann Dinge, die man in einem zweiten Teil besprechen kann.
Also wie gesagt, eine Antwort werden wir jetzt nicht bekommen, auch nicht beim nächsten Mal. Wir werden diese Antwort auch beim zweiten Teil nicht finden. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Einschalten. Support the scene. Support local scene. Haut's rein. Vielen Dank. Haben wir das Thema? Was denn?